Scheiß Wetter für eine Demo, oder? Aber trotzdem über 1000 Leute hier, total klasse, für die größte Grundeinkommensdemo, die es bisher gegeben hat, soweit ich das weiß, prima! Ja, super schöner, sehr bunter Protest oder eine Kundgebung, ein richtiger Protest ist es ja nicht, es ist ja für etwas. Vorhin kamen auch so ein paar etwas ältere Leute auf uns zu, hießen, gegen was seid dann jetzt diesmal? Ja, wir sind für was, wir sind für das Grundeinkommen, für Freiheit und für selbstbestimmtes Leben. Und das fand die dann sofort gut. Gleich ein bisschen Werbung gemacht. Naja, auf jeden Fall unsere Bewegung hier wird ja immer größer, das finde ich prima. Aber die Frage ist, interessiert es die Typen da drüben überhaupt? Nein, ja. Die Parteien da drüben, die einen, Rot und Grün, die irgendwann mal Hartz IV durchgeführt haben und sich jetzt beschweren, dass Schwarz-Gelb das um 5 Euro erhöht. Ich weiß nicht, ob die das besonders interessiert. Keine von den Parteien, die da drüben sind, haben sich bisher ausgesprochen für das bedingungslose Grundeinkommen. Und da wird es Zeit, dass man da einfach mal ein bisschen Druck macht. Druck machen wir, wenn wir hier auf die Straße gehen, alle zusammen und einfach zeigen, was wir wollen. Irgendwann wird es die Politik schon aufnehmen und auch irgendwann die großen Parteien. Eine Volksabstimmung höre ich hier gerade, auch eine schöne Idee. Ja, oder aber einfach eine Bewegung aufbauen, die diesen Leuten da entgegensteht. Die Druck aufbaut, die zeigt, wie man denen auch Wählerstimmen abnehmen kann. Und jetzt bin ich hier als Vertreter der Piratenpartei. Wir haben vor 2 Wochen in Berlin das bedingungslose Grundeinkommen in unserem Programm verankert. Und wir stehen kurz davor, es auch bundesweit in unser Programm zu verankern. In 2 Wochen haben wir unseren wunderschönen Bundesparteitag und ihr habt vielleicht schon gesehen, wir haben heute nicht nur unsere Positionen kundgetan, sondern auch munter Mitgliedsanträge verteilt. Und wir freuen uns natürlich über alle Menschen, die mitmachen wollen, bei Bürgerrechten, bei Demokratie, bei, was haben wir denn eigentlich alles noch so, bei Grundeinkommen, bei einfach, wir wollen eben das BGE durchsetzen, weil wir das bedingungslose Recht eines jeden Menschen auf bedingungslose, sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe durchsetzen wollen. Und eine sichere Existenz ist einfach ein Menschenrecht. Wir wollen den entwürdigenden Datenstriptease im Sozialsystem bekämpfen und wir wollen, dass jeder seine Talente einsetzen kann. Ganz kurz, wir wollen die Freiheit schaffen, dass keiner mehr tun muss, was er soll. Wir sind als Piraten eine Mitmachpartei und wir hoffen, dass ihr alle mitmacht. Wer auch immer sich in eine Partei einbringen will, bringt euch in eine Partei ein, bringt dieses Thema Grundeinkommen in die Parteien. Ich würde mich freuen, wenn ihr das bei den Piraten macht, aber macht es bei irgendeiner Partei. Bringt es einfach aufs Thema bei denen, ja? Und nervt die Leute. Lasst uns weiter Druck ausüben. Und bringt das BGE in die Politik. So, dann freue ich mich, dass das hier die Leute hier so wunderbar umgesetzt haben. Danke an Global Change und die Unternehmen das jetzt, Leute. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim weiteren Programm und unterstützt weiterhin das bedingungslose Grundeinkommen. Danke.